die offensive Auseinandersetzung mit der Atomenergie. Ich will deutlich machen, dass wir mit Argumenten diese Auseinandersetzung führen und aufs Faulspielen verzichten, so wie es Herr Pofalla ganz offensichtlich mangels Argumente ja glaubt, tun zu müssen. Behauptung, Atomkraft ist sicher. Diese Behauptung ist natürlich falsch, nach wie vor falsch, wenn ich erinnere an die Vorfälle vor einem Jahr in Krümmel, in Brunsbüttel, an die ganze Pannenserie, wenn ich an Forsmark erinnere. Und wie gefährlich Atomkraft ist, zeigen ja jetzt die Ereignisse in Asse. Asse ist ein bemerkenswert, Anführungszeichen, strahlendes Beispiel für die nicht vorhandene Sicherheit der Atomkraft und für unverantwortliche Politik, ohne zu wissen, wie entgelagert werden soll und wie garantiert werden kann, dass das in Sicherheit passiert. Immer weiter diese Atomenergie zu promoten, ist für mich Ausdruck einer Politik, die sagt Augen zu und durch. Sie ignoriert die großen Gefährdungspotenziale und sie ignoriert auch beispielsweise die Studie, die ja in Krümmel oder rund um Krümmel entstanden ist, wo ich mir erwarten würde, dass verantwortliche Politik sehr wohl sich mit den möglichen Gefährdungen gerade für Kinder und für ein erhöhtes Kinderkrebsrisiko auseinandersetzt. Die Behauptung 2, billiger Atomstrom, das ist blanker Populismus der Union. Sie verkauft nun gerade Atomkraft als Allheilmittel gegen Preiserhöhungen. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass die Atomkraftwerksbetreiber 1 Million Euro täglich verdienen, die sie sehr wohl an die Kunden und Kundinnen zurückgeben könnten. Sie könnten sofort damit anfangen, dafür braucht es aber keine Laufzeitverlängerung. Längere Laufzeiten verstärken die Vormachtstellung der Energieriesen und ermöglichen ihnen längere Abzocke. Und das kann ja nun nicht der Sinn sein, um den es uns geht. Gabriels Vorstoß vom Wochenende gleich wieder einkassiert. Der ist ja unterstützenswert, nicht weil er von uns kommt, sondern weil er von uns kommt und deswegen auch ein richtiger Vorstoß ist, den Extrastrom, die Extrasteuer auf den Atomstrom einzuführen. Schade, dass es zurückgenommen worden ist. Das wäre eine sinnvolle Maßnahme. Das Problem ist, dass diese Debatte über die Laufzeitverlängerungen ja dringende Anstrengungen bei der Energieeffizienz und bei der Energieeinsparung eher behindern. Das heißt, wenn wir uns mit der Atomenergie, mit der Energiepolitik auseinandersetzen, wird bei uns ganz zentral auch im Mittelpunkt stehen die Frage der Energieeffizienz und die Frage der Energieeinsparung. Diese Auseinandersetzung, ob denn nun übertragen werden kann, Laufzeiten von alten AKWs auf neue, das ist gar nichts Neues, das muss man auch nicht neu erfinden, das ist Teil des Atomkonsenses. Ältere Atomkraftwerke können abgeschaltet werden, sie müssen auch abgeschaltet werden, weil sie ein großes Unsicherheitspotenzial darstellen. Wir brauchen also gar keine Übergangslösungen, deswegen liegt der Verdacht sehr nahe, dass es der Union gar nicht um Übergangslösungen geht, sondern dass die Union schlichtweg nichts anderes will, als neue Atomkraftwerke bauen. Damit muss man sich auseinandersetzen und das werden wir tun.